So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zum Block 2. Ich hoffe, Ihnen hat es geschmeckt, Sie konnten Kräfte tanken und sind bereit für die DAG und die Digitalisierung. Weil in diesem Block haben wir die Expertenrunde bestehend aus Herrn Dr. Fabian Warzeck von der DB AG, Carsten Elstner, Franz Kaminski, Herr Radewang von Voith, Valerie Nikäs von der MEWA und Tim Ellerbrock von der GATX. Und Oliver, ich übergebe sofort das Wort an dich. Nimm uns bitte mit auf die Reise des Demonstratorzuges. Ja, ich versuche das gerne. Mal gucken hier, das ist irgendwie nicht so, das ist jetzt der Start, genau. Ja, vielen Dank. In Hamburg sagt man Moin. Da bin ich wieder. So ungefähr ist ja schon gute Tradition, dass ich hier auf den VPI-Veranstaltungen kurz einen Bericht dazu abgebe, was wir im DAG-VEU-Konsortium mit den Kupplungen angestellt haben. Und ich möchte Sie also in den nächsten 20 Minuten da mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen und Ihnen kurz ein Update geben, was wir alles schon gemacht haben, denn wir haben wirklich sehr viel gemacht und wir sind schon eine ganze Ecke vorangekommen und was noch vor uns liegt. Kurz nochmal die ganze Story, DAG4EU-Konsortium, die hier genannten sieben Partner, die sich aufgemacht haben, den Forschungsauftrag des BMDVs mit Leben zu erfüllen. Den Auftrag selber haben wir dann durchgeführt in drei Phasen, hier unten nochmal kurz genannt, in dem Jahr 2020 die Aufbauphase des ersten Demonstratorzuges und dann gefolgt von der reinen Phase 1, wo die Kupplungen auf Herz und Nieren getestet haben, und in der Phase 2 werden wir dann, da komme ich gleich ein bisschen im Detail noch drauf, die Betriebserfahrung mit den Kupplungen ausprobieren. Mit diesen vier Kandidaten sind wir an den Start gegangen. SA3-Kupplungskopf von CAF, der Schwab-Kupplungskopf von Favili und zweimal Scharfenberg von Dellner und von Voith. Im Endeffekt die beiden Exponate, die Sie hier sehen. Dellner jetzt mittlerweile Generation 3, die haben also an ihren Kupplungen auch schon ein bisschen was verändert in Bezug auf das hier abgebildete Foto des Prototypen. Wir haben dann in Görlitz, ich will auf die Phase 1, wie gesagt, nicht so sehr eingehen, aber mit diesen vier Kupplungen an drei gleichen Wagenpaarungen, also an vier Wagengruppen, A3 Wagenpaarungen, diverseste Versuche gemacht. Also wir haben die Dinger wirklich gequält, haben dort vieles zusammengestellt in verschiedenen Konstellationen, Bögen, wir haben geschoben, wir haben gezogen, wir haben Nachschiebeversuche gemacht, Entgleisensicherheit, all das. Am Ende des Tages waren wir mit den Kupplungen auch in Klimakammern, um zu sehen, wie performen diese Geräte denn unter Schnee und Eis. Hier so ein paar Eindrücke aus diesen Versuchen. Also bis minus 25 Grad, plus 40 Grad haben wir die gefahren. Am Ende der Phase 1, nach diesen umfangreichen Tests, lagen dann 2000 Einzelversuche vor. Wir haben in der Klimakammer 200 Versuche gemacht. Wir haben Gigabytes an Daten, die ausgewertet werden mussten. Das Ganze ist dann in einem neutralen Bericht aufgearbeitet worden und dem EDDP sozusagen zugespielt worden, als Basis für die Entscheidung zu einer Kupplung. Sie kennen das Thema oder Sie kennen das Ergebnis. Der Scharfenbergkopf ist es dann geworden. Von meiner Seite her kann ich nur sagen, die richtige Entscheidung, denke ich. Hier nochmal kurz aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung hier, wirklich die Vorteile von diesem Kupplungsdesign. Wir haben einmal den Kopf, der sehr leicht und doch sehr, sehr robust ist. Also die Konstellation am Wagen mit den 380 Kilo entspricht im Prinzip denen der Ausrüstung mit Zug- und Stoßeinrichtungen der aktuellen Generation, der aktuellen Zeit. Damit haben Sie weder Zuladungsverlust an den Fahrzeugen, noch haben Sie bezüglich des Gewichtes Themen in der Zulassung der Wagen. Also wenn Sie jetzt eine Kupplung anbauen würden, die 400, 500 Kilo schwerer wäre am Ende des Tages als das, was jetzt dran ist, dann kommen Sie ja sofort in das Problem, dass Sie die Bremsberechnung der Wagen überprüfen müssen, gegebenenfalls die Bremse anpassen müssten, etc. pp. Deswegen Gewichtsneutralität war einer der absoluten Must-Haves. Diese Kupplung, wenn Sie sich die hier angucken und sich von den Kollegen von Herrn Radewagen oder von Herrn Amann erklären lassen, dann werden Sie sehen, dass die Kupplungen eigentlich in der letzten Bewegung, nachdem sie sich zentriert haben, eine komplett gerade Bewegung machen. Das ist durch diese Trichterform, durch die Ausbuchtung dort gewährleistet. Entgegen beispielsweise dem SA3-Kupplungskopf oder diese AK-Kupplung, die da auch öfters nochmal ins Gespräch gebracht wird, die kuppelt im letzten Moment schräge. Der Vorteil an dieser geraden Bewegung ist natürlich der,
dass sie sicher dann auch Luftleitungen und auch Elektrokontakte kuppeln können, weil die einfach direkt gerade aufeinander zufahren und in dieser axialen Bewegung dann keine Querverschiebung ist und kein Spiel in der Bewegung ist. Sind die Kupplungen einmal verbunden, hat diese Kuppelverbindung oder diese Kupplungsverbindung keinerlei Bewegungsgrade in horizontaler, vertikaler oder in Richtung des Wagens, zumindest nicht in der Kuppelstelle. Das ist eine sehr interessante Geschichte natürlich auch dafür, weil, das ist das nächste Thema unten, das Fangen und Verriegeln auch bei höheren Auflaufgeschwindigkeiten. Diese Kupplungen bleiben starr verbunden und verhindern im Prinzip, dass sich diese Kuppelstelle gegeneinander verschieben kann. Im Falle eines Unfalls zum Beispiel erhoffen wir uns davon große Vorteile zur Vermeidung von Überpufferung von Fahrzeugen. Heute, wenn Sie heute einen Auflaufunfall haben, gleiten die Puffer immer aneinander ab und einer Wagen klettert auf den anderen auf. Außerdem hat sich in diesen Kupplungsversuchen gezeigt, dass diese Kupplung auch wirklich zuverlässig bei Schnee und Eis funktioniert. Das war dann das Ende der Phase 1 und wir kommen in die Phase 2. In Phase 2 haben wir den Demonstratorzug noch mal ein wenig aufgerüstet auf insgesamt 14 Wagen. 5 Wagen davon waren mit der Dellner-Kupplung ausgerüstet und 9 Wagen mit Voith. Lag einfach daran, dass das war, was wir von den Herstellern in Kürze der Zeit bekommen konnten. Hier unten sehen Sie einmal die Wagentypen, die wir verwendet haben. Rechts die 3 Wagen, das sind die aus dem Demonstratorzug Phase 1. Der VTG-Wagen, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von unserem Wettbewerber VTG, der ist dazugekommen, um auch Erfahrungen mit einem Intermodalwagen natürlich testen zu können. Wir haben dann in der Phase 2a die Betriebserprobung in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchlaufen, haben uns bei dieser Phase 2a insbesondere konzentriert auf 2 Szenarien, nämlich einmal wirklich das reine Fahren mit dem Zug, die Testfahrten, das Verhalten der Fahrzeuge während der Fahrt, dann natürlich das Kuppeln auch im Betrieb und die Winterabstellung. Das heißt, wir sind bewusst im Februar nach Österreich gefahren, um den Wagenzug dann auch unter Winterbedingungen extrem wirklich testen zu können. Das haben wir also auch machen können, da lag mit Schnee und Eis etc. Das hat also gut funktioniert. Und das zweite Hauptaugenmerk war natürlich hier das Verhalten der Kupplungen im Rangierbetrieb. Ist es das, was wir uns versprechen, können wir dadurch einen effektiveren und schnelleren Rangierbetrieb erzielen. Dort haben wir insbesondere versucht, ebenerdig zu rangieren, mit einem Aussetzen von Wagen mit und ohne Luft. Wir haben den Abschlussbetrieb geprüft und wir haben das Rangieren am Ablaufberg manuell, teil- und vollautomatisch durchlaufen. Hier sehen Sie noch einmal die Rangierbahnhöfe aufgeführt, in denen wir diese unterschiedlichsten betrieblichen Abläufe getestet haben. Diese Karte veranschaulicht Ihnen grafisch nur einmal, wo wir überall waren mit dem Zug. Die schwarzen Linien zeigen die Schleifen, die wir gefahren sind. Die Punkte mit den Zahlen sind die entsprechenden Rangierbahnhöfe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Augenmerk noch hier die InnoTrans, die rote 9. Dort möchten wir gerne im September auf der InnoTrans den Zug auch vorstellen. So, was ist das Zwischenfazit nach dieser Phase 2a, denn die ist inzwischen abgeschlossen? Man kann sagen, und das kann man wirklich bestätigen, die Kupplungen arbeiten mechanisch und auch pneumatisch, kuppeln die 100% zuverlässig. Bei Schnee und Eis hat das leicht angepasste Stirnplattendesign, was Sie auch in diesen Modellen hier schon sehen, dazu geführt, dass das Eis und Schnee sicher verdrängt wird und das Kuppeln gut und sicher funktioniert. Die 110 Volt Gleichstromspannung, die aktuell bei dem Demonstrator 1 und 2 verbaut war, hat sich leider nicht bewährt. Das ist zurückgespielt worden in den EDDP und es ist dort inzwischen, ich denke mal, man kann es fast zu 100% sicher sagen, der Wechsel zu 400 Volt zweiadrig einphasig Wechselstrom gefallen, sodass also wir diese Baustelle noch vor uns haben und das Verhalten sowohl der Elektrokupplung ausgerüstet mit dieser neuen Spannung, als auch der Wagen natürlich dann noch einmal testen müssen. Das Problem ist, dass wir beim Rangierbetrieb das Entkuppeln von der Wagenseite ermöglichen müssen. Sie können sich vorstellen, der Zug fährt vorbei und in dem Moment, wenn die Stelle getrennt werden, dann muss der Rangiermeister oder der Mitarbeiter dort vor Ort die Möglichkeit haben, von der Seite die Kupplung zu entriegeln manuell, solange wir noch keine vollautomatische haben.
Das geht bei diesen Kupplungen aktuell eigentlich nicht wirklich, weil es dazu erforderlich wäre, dass die Mitarbeiter zwischen die Wagen treten müssen. Das ist aber natürlich unfalltechnisch nicht gut und nicht möglich und nicht umsetzbar. Deswegen kann man eigentlich sagen, diese Optimierung muss noch gemacht werden. Voigt hat dann ein anderes Hebelsystem dort entwickelt, um das auszuprobieren. Da gibt es verschiedene Ansätze, die zur Lösung führen werden. Aber das ist aktuell in dem Moment noch nicht wirklich, funktioniert das noch nicht so richtig. Wir haben dann einen Wagen oder eine Kupplung ausgerüstet mit einem Elektroantrieb. Den haben wir genannt 4-5, weil 4 ist mechanisch, 5 ist vollautomatisch. Mit Elektroantrieb war dann so das Ding dazwischen, also 4.5. Die ist so, müssen Sie sich so vorstellen, diese Kupplung ist ausgerüstet mit einem Elektromotor, mit dem Sie dann per Knopfdruck die Kuppelstelle entriegeln können. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das gefahrlos möglich war, auch im Vorbeifahren des Zuges. Das heißt, der Mitarbeiter hat dann einfach im richtigen Moment auf den Knopf gedrückt und zack, die Kupplungen fuhren auseinander. Mit dieser 4-5er-Lösung war an sich dann der effektive und effiziente Betrieb am Ablaufberg tatsächlich möglich. Sie können das schön sehen hier unten in der Mitte, das Foto. Das zeigt da gerade, wie der Kollege den Knopf betätigt. Rechts nochmal so ein paar Eindrücke aus der Winterabstellung, wo Sie sehen, wie das Eis schön verdrängt wird an den Platten bei dem Kuppelvorgang. Und links dieses etwas schlechtere Beispiel, wo der Mitarbeiter tatsächlich zwischen die Wagen treten muss, um die Kupplung zu bedienen. Eine Baustelle, die wir noch vor uns haben, ist die fehlende Pufferstellung. Die Kupplungen haben momentan, so wie sie da sind, keine Pufferstellung. Pufferstellung bedeutet, Sie fahren die Fahrzeuge zusammen und es kuppelt nicht. Das kann man natürlich mechanisch momentan machen. Es gibt auch eine Lösung von Voigt vorgestellt, die dann das blockiert. Aber das Problem ist, sind die Wagen dann einmal abgelaufen, dann ist diese Kupplung natürlich immer noch an dieser Stellung. Und es hilft uns gar nichts, wenn die unten im Abstellgleis steht und ist blockiert und der nächste Wagen kommt drauf, dann gibt es da keinen Kuppelvorgang. Und auch hier ist noch Entwicklungsbedarf und Verbesserungsbedarf an den Kupplungen. Diese Grafik nochmal kurz zur Veranschaulichung der drei Hauptbaustellen, die ich eben hier kurz genannt hatte. Also das Entkuppeln von der Wagenseite ist aktuell bei der Dellner-Kupplung so nicht möglich. Man muss zwischen die Fahrzeuge treten. Bei der 4-5er-Version hier in der Mitte können Sie das natürlich realisieren durch die Knöpfe. Und rechts, das ist die eben von mir angesprochene Lösung von Voigt mit dem etwas größeren Hebel. Das Minuszeichen hier bedeutet, das ist theoretisch mit einem Haken möglich, an diesem oberen Schlaufengriff zu ziehen. Aber wenn man es in der Realität wirklich versucht und Sie müssen dann wirklich rechtwinklig zum Wagen ziehen, also ist möglich, aber mit einem gelben Minus, sage ich mal so. Das Blockieren und das Wiedereinkuppeln, die Pufferstellung, eben nur eigentlich möglich bei dieser mechanischen Variante, dann mit dem eben geschilderten Nachteil. Und vorbereitet für die Bauart 5, also vollautomatisch mit allem Drum und Dran per Fernsteuerung, ist hier an sich momentan nur die Kupplung, mit dem E-Motor schon ausgerüstet ist. Das bedeutet aber nicht, dass man keinen E-Motor in die anderen beiden Kupplungen auch einbauen könnte, denn die sind ansonsten baugleich. So, was ist noch? Phase 2b, das war Phase 2a. Phase 2b ist jetzt die Betriebserprobung, die weitere Betriebserprobung, die wir auch gerne noch im Ausland machen möchten, außerhalb Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir versuchen da den Zug noch einmal aufzurüsten mit zwei weiteren Wagentypen. Das ist einmal oben links der F-Wagen von unserem Partner Ermewa und unten rechts der M-Quadratwagen der Deutschen Bahn. Der Zug wird dann voraussichtlich so aussehen, aus 20 Wagen bestehen, davon 12 Wagen mit der Voigt-Kupplung und 8 Wagen mit Dellner ausgerüstet. Länge wird dann insgesamt 332 Meter sein und er wird, so wie er das ist, jetzt 948 Tonnen wiegen. Können wir natürlich verändern, indem wir noch den einen oder anderen Wagen, zum Beispiel die Gaswagen, mit Wasser befüllen. Dann kann man da das Gewicht noch anpassen und was ausprobieren. Ausgerüstet sind einige der Fahrzeuge schon mit dem EP-Light-System, Bremssystem. Auch das möchten wir prüfen. Wir möchten natürlich die Möglichkeit nutzen, über die Elektrokupplung die Datenleitung und Stromleitung zu kuppeln und damit dann schon mal diese EP-Light-Systeme auch auf Herz und Nieren zu testen. Die beiden F-Wagen sind hier so ein bisschen halb schattiert dargestellt, weil die wahrscheinlich in der ersten Phase, oder ich glaube eigentlich mich sicher sagen zu können, in der ersten Phase, die im Juli beginnt, noch nicht dabei sein werden. Wir brauchen da noch ein paar Tage, um die umzubauen. Die sind ein bisschen später dazugekommen, aber ich hoffe dann, dass wir die in der zweiten Phase dieser Betriebserprobung dann tatsächlich noch nutzen können. Wie geht das also weiter? Wir fahren natürlich in unterschiedlichste Rangierbahnhöfe und möchten dort gerne nochmal abweichende betriebliche Abläufe intensiv testen. Wir möchten auch mit schwereren Zügen fahren, also wir werden versuchen,
in dieser Phase den Zug auf. Ich habe gestern noch mit Herrn Warzeck gesprochen, wahrscheinlich 2000 Tonnen werden wir vielleicht hinkriegen, mal sehen, hoffen wir mal. Dann kann man natürlich damit auch so ein bisschen mehr machen. Wir überlegen auch noch weitere Wagen von unseren Kollegen von der SBB Cargo mit an diesen Zug anzuhängen. All das ist, die haben ja schon Testzüge mit Kupplungen am Laufen, mit automatischen Kupplungen, die wir damit einbauen könnten. All das ist momentan in der Planung, aber Fakt ist, dieser Zug hier, so wie er jetzt hier steht, ohne die beiden Wagen von unserem Partner Meva, der wird im Juli in Polen gefahren werden. Dann Ende Juli geht er nach Tschechien und wir werden Ende Juli, Anfang August in Tschechien fahren. Dann geht das Fahrzeug zurück nach Deutschland, weil wir noch in Frankreich fahren wollen, aber das ist im August, da ist dort Urlaubszeit, ist das da leider nicht möglich gewesen. Deswegen fahren wir im August dann noch intensive Versuche in Deutschland. Dann werden wir auf die InnoTrans fahren, wie eben schon gesagt. Das ist dann im September und nach der InnoTrans geht der Zug dann noch einmal nach Frankreich, in die Nähe von in Deutschland, in Vaupy, in den großen Rangierbahnhof und wird dort noch einmal intensivst auch von unseren französischen Kollegen getestet. So, was dann? Wie geht es dann weiter? Die geschilderten Optimierungsbedarfe an den Kupplungen, das müssen wir jetzt dringend angeben. Hier sind natürlich insbesondere die Hersteller aufgefordert, die entsprechenden technischen Lösungen für diese Systeme in ihre Kupplungen einzubauen, damit wir die dann rechtzeitig und schnell ausprobieren können. So halbfertige Lösungsansätze jetzt irgendwie schön zu reden, macht keinen Sinn. Wir müssen da wirklich konkret jetzt also intensivst dran arbeiten. Es gibt da schon Lösungsansätze, weiß ich, aber das muss im Endeffekt jetzt wirklich noch einmal geprüft, finalisiert und dann auch umgesetzt werden. Das EDDP übergibt dann mit Ende Juni, das ist so eine Parallelbaustelle, die finale technische Spezifikation, also das Anforderungsprofil an das IRGU. Das IRGU übernimmt ja den Großteil der Aufgaben aus den EDDP und hat, und das ist die erfreuliche Information, hat auch finanzielle Mittel, anders als das EDDP. Wir hoffen uns natürlich dann, dass über das IRGU da auch über die Geldschiene ein bisschen was zu realisieren ist und dann gegebenenfalls auch die Weiterentwicklung der Kupplung dann zentralisiert oder konzentriert in einer gemeinsamen Anstrengung dann finanziert vielleicht vom IRGU vorangehen kann. Die DAC4EU-Partner haben inzwischen gesagt, okay, das Forschungsprojekt endet eigentlich Ende 2022, aber wir bauen den Zug jetzt nicht zurück. Das ist ja eine Plattform, Sie müssen sich das so vorstellen, die ist nicht so mit Fingerschnippen wiederhergestellt. Und wenn so ein Zug noch vorhanden ist, dann ist der natürlich für die weiteren Testfahrten ein Riesenvorteil. Deswegen haben alle unsere Partner gesagt, nein, wir lassen, wenn es weiterhin Bedarf an diesem Zug gibt, dann lassen wir die Wagen so und stellen denen dann weiterhin zur Verfügung. Damit haben wir die Chance und die Plattform für Versuche auch in 2023. Und last but not least hat auch das BMDV mittlerweile geäußert, dass es daran interessiert wäre, das Forschungsprojekt noch einmal zu verlängern. Da ist das Konsortium gerade in direkten Abstimmungen und es kann auch sein, dass wir in 2023 dann tatsächlich im Auftrag des BMDV mit diesem Zug noch weitere Themen machen. So, das war's eigentlich. Ich habe Ihnen versucht, hier in der Kürze der Zeit zu zeigen und aufzuzeigen, was wir alles wirklich umgesetzt haben und was schon passiert ist. Natürlich ist noch eine Menge zu tun, das ist einfach so. Aber ich denke, diese Chance für den europäischen Wagenverkehr, Güterwagenverkehr, die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und alle, die hier sitzen, Sie alle sind aufgefordert, sich daran zu beteiligen, engagiert mitzuarbeiten und hoffentlich dann auch mit großen Schritten voran dieses doch wirklich finanziell und technisch herausfordernde Projekt dann auch zu einem guten Ende zu bringen. Machen wir die Bahn digital. In diesem Sinne packen wir es an. Es gibt noch viel zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Oliver. Der Zug hat also Fahrt aufgenommen. Und ich möchte jetzt dann überleiten zu Herrn Amann und Herr Radewang, die im Tandem uns die DAC näher bringen, aus Sicht der Technik, aber auch aus Sicht der Operative. Herr Amann, Herr Radewang, ich bitte. Genau, gut. Hallo, ich bin der Johann aus der Firma Andenna.
Ja, mein Name ist Christian Radewagen, ich wurde ja schon vorgestellt, Firma Voigt, und der Johann und ich, wir unterstützen uns hier jetzt gegenseitig bei der Präsentation, und wir nehmen natürlich den Faden vom Oliver Behrens auf. Es werden sich viele Aspekte auch wiederfinden, nur halt auch von der Herstellerseite erklärt, warum sind wir da, wo wir heute sind, und was ist noch der Weg, den wir gehen müssen. So, danke. So, ein kurzes Präsentation. Firma Denner, Schweden. Ich bin aus Schweden. Ich spreche da ein bisschen Deutsch. Ungefähr 1200 Mitarbeiter. Und wir sind öffentlich, machen wir Engineering auf Passagiersuche und Kupplung. Ja, ganz kurz noch ein paar Worte zur Firma Voigt. Voigt ist ein Familienunternehmen aus Baden-Württemberg. Gegründet eigentlich mit der Herstellung, Erfindung und Konstruktion von Papiermaschinen, und hat mittlerweile aber drei Säulen, das heißt, man diese Hydro-Power-Anlagen zur Energieerzeugung, Papiermaschinen weiterhin sehr groß, und die Turbosparte, die sich mit industriellen Anwendungen und den Bahn- und Straßenmobility-Anwendungen befasst. Die Zahlen zeigen, dass also die Firma Voigt schon in der Lage ist, sowohl von den Entwicklungsfähigkeiten als auch von der finanziellen Grundausstattung so ein Projekt voranzutreiben und dann später auch umzusetzen. Okay, 21. September 2021, ein großes Tag, der Tag. Dann hat man bestimmt das. Der Tag, Kopf, mechanische Kopfwörter, eine schaffenbare Typ. Und das ist für uns super, nicht wahr? Das ist für uns richtig super, und der Oliver Behrens hat es ja auch schon gesagt. Man muss natürlich im Hintergrund verstehen, dass wir Jahre und Monate darauf hingearbeitet haben. Ich glaube, beide Firmen, also wir waren jetzt die beiden, die das Schafenprinzip dann zum Testen vorgestellt haben, haben also in der Vorbereitung und als auch während der Testphase intensiv daran gearbeitet, das Ergebnis zu erzielen. Und ich glaube, da können wir auch stolz drauf sein. Ja, und wie Oliver gesagt, wir sind am dritten Generation. Wir haben sehr, sehr diese Prüfung, hat auch Arbeit mit Ingenieurgeschäft. Wir haben sehr, sehr viele geschafft und immer neues Prototypen gemacht. Und ich glaube schon, das gibt es eine vierte Generation gleich. Okay, ein bisschen. Diese Kupplung, da gibt es ein Federpaket, eine Sogstange, ein mechanisches Kopf, ein elektrisches Kopf, und alle zusammen hast man ein schönes Kupplung. Etwas so. Ja, also wir haben jetzt. Wir haben jetzt die Kupplungen natürlich bildlich so dargestellt, weil, und das hatte ich, dieser Aussage bin ich diese Woche noch begegnet, es geht nicht darum, im DAG4EU-Zug jetzt herauszufinden, ob es eine Dellner- oder eine Voigt-Kupplung wird. Nein, im Gegenteil, die sollen am Ende voll funktionsfähig miteinander kuppeln und entkuppeln und Daten übertragen und Stromübertragung machen. Und dann ist es egal, ob es an dem Wagen eine Voigt- oder eine Dellner-Kupplung ist, und die funktionieren dann miteinander, und wir haben auch schon einen Schritt in die Richtung gemacht. Ja, wir haben ein schönes Film dazu auch. So, die nächste Frage ist diese Immigration, nicht Immigration, die Migration, heißt das auf Deutsch. Und da hat man diese hybriden Kupplung zum Lösung, und da hat man zwei Stellen. Man kann in eine so Dachstellung oder eine Schraubkupplungsstellung machen. Und ich glaube, Voigt, sie hat das probiert ganz viel auf SBB, und wir haben Konzepte so in Labor gemacht, aber nicht mehr als das. Genau, und die Herausforderung an so eine Hybridkupplung ist, dass die Loks natürlich für beide Verkehre verwendet werden müssen. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, auf die Schraubenkupplung, mit Schraubenkupplung auf den Zughaken zu kuppeln, als auch über den automatischen Kupplungskopf dann die neuen DAGs zu kuppeln. Und deswegen ist es eine Hybridvariante, die man über einen Schwenkmechanismus jetzt bei beiden Herstellern ähnlich gelöst, dann sowohl auf Kopf, auf Schraubenkupplung als auch auf den mechanischen Schakokopf einstellen kann. Okay, jetzt werden wir versuchen, Filme zu schauen. Ich glaube,
das geht. Ja, das, wir wollten das einfach mal zeigen. Das ist jetzt kein Spaß mehr und wir haben das auch nicht nur in den Versuchen in Görlitz getestet, sondern parallel eben auch hier in Berlin bei der Havelländischen Eisenbahn, weil es immer auch wieder Ergebnisse gegeben hat, die nicht so ganz erklärbar waren und wir mussten parallel auch testen. Und so schön glänzend diese Kupplung hier ist und auch draußen ein Metallic Blau, kann man doch sehen, die kann eben auch etwas vertragen. Und das war jetzt hier mal so beispielsweise 12 Stundenkilometer Kurzschluss, wie sich das dann wieder anfühlt, anhört. Okay, das hier sollte ein Kompatibilitätstest Denner und Void. Und am längsten Seite haben wir eine Void-Kupplung und am rechten Seite eine Denner-Kupplung. Und das hat wir in Venice in Schweden gemacht mit Void. Und da sieht man, dass die Scharfenberg-Kupplung von Denner und Void ganz 100% kompatibel sind. Auch pneumatisch funktioniert. Mit Höhenversatz, kuppelnden Kurven, manueller Seitenauslenkung, ist alles getestet und es funktioniert heute schon einwandfrei auf der Typ-2-Ausstattung, also mechanisch und pneumatisch. Und der nächste Schritt wäre, die Elektrik zu definieren, ja, und das dann eben auch zu entwickeln. Ich glaube, es Beste ist, dass du das nimmst. Genau, das ist jetzt der Punkt, den wir angedeutet haben. Der Behrens hat es eingangs gesagt, wir haben noch keine Lösung gefunden, die bei den Betriebsabläufen einen sicheren, zuverlässigen manuellen Entkuppelprozess darstellen kann oder abbilden kann. Und auch das Thema Pufferstellung, das geht zwar irgendwie, das geht auch einzurichten, aber es hat keinen Zweck, wenn die Pufferstellung nicht automatisch wieder aufgelöst wird. Und das sind noch Riesenschritte, die wir zu gehen haben. Aber wir können die einfach nicht allein gehen, weil wenn man sich diese Landkarte anschaut, wir haben einfach unterschiedlichste Begebenheiten. Also der eine, der möchte mit 12 Kilometer rangieren, der andere mit 15, dann wieder 3 bis 5, wo wir sagen, okay, da kann man jetzt gut zugreifen und auch mechanisch einen Prozess machen. Aber wir haben einfach in Europa eine Varianz an unterschiedlichen Bedienprozessen, die wir als Hersteller bisher so nicht kannten. Also das entwickelt sich gerade. Und die Betreiber, die jetzt die Probung gemacht haben, die haben halt das Problem, sie wissen nicht, wie so ein neues Produkt tatsächlich dann auch zu bedienen ist. Und so haben wir diese iterativen Schritte mit weiteren Entkuppelhebeln, neuen Bedieneinrichtungen und so weiter, die wir nach und nach immer aufgrund der Testergebnisse auch annehmen und versuchen, dort neue Lösungen vorzustellen. Ja, hier das gleiche Thema und da geht es nicht um die Geschwindigkeiten, sondern es geht halt darum, der eine möchte halt, der hat gar keinen Ablaufbergbetrieb, der kümmert sich gar nicht darum, ob er jetzt in der Einfahrgruppe oder eben am Ablaufberg entkuppeln soll. Und dann die blauen, blau markierten, die entkuppeln nehmen im Einfahrgleis und die gelb markierten, die möchten aber am Ablaufberg entkuppeln. Oder die Pinken, die sagen, ich möchte da und da entkuppeln. Das hat alles Einfluss auf eine Lösungsfindung, die halt nicht zu komplex sein darf. Sie muss robust genug sein. Sie darf natürlich nicht zu teuer sein. Also sie muss für alle wirtschaftlich sein. Und ja, das ist jetzt die Herausforderung, die wir in den nächsten Wochen lösen müssen. Wir müssen uns final auf die dann zu berücksichtigen Prozesse auch einigen. Und dass wir dann auch in die technische Lösungsfindung gehen und die auch erproben. Ja, und dann diese Pufferstellung, eine spezielle Erforderung. Nach oben hat man eine Herstellung von Denner und neben haben wir diese elektrische 4.5 von Void.
Und das ist so immer eine Herausforderung, wenn diese Pufferstellung ist nicht einfach zu machen und dann einfach, und das muss immer work. Funktionieren. Immer. Etwas dazu zu sagen? Man kann jetzt noch sehen, das war, glaube ich, in der letzten Zeit auch sehr, sehr wichtig, dass die Hersteller mit ihren eigenen Ideen und Konzepten in die Erprobung gegangen sind. Das kann man so lange suchen, so lange machen. Ja, also erstmal verbrennen wir Kapazitäten, weil wir jeder für uns entwickeln, aber wir entwickeln natürlich auch viele unterschiedliche Ideen, die dann möglichst zur Lösungsfindung beitragen. Aber wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir uns auf eine Lösungsfindung fokussieren und dann auch zielstrebig das in die richtige Richtung entwickeln und erproben. Denn wir haben ja alle ein Ziel, dass wir Ende 2025 ein zugelassenes Produkt haben wollen. Und dann funktioniert das eben nur, wenn wir halt unser Wissen auch bündeln und in eine Richtung arbeiten. Deswegen stehen wir auch heute hier zusammen und machen die Präsentation gemeinsam. Und das Thema 4.5, auch der Behrens hat es gesagt, das ist etwas, ja, ich brauche eine Kuppeleinrichtung und ich brauche Strom auf dem Fahrzeug, aber damit kann ich diese Komplexität der Pufferstellung und auch des mechanischen Entkuppelns sehr einfach lösen. Also das ist eine einfache Lösung für diese augenscheinlich nicht komplexe, aber doch mechanisch komplexe Funktionalität, die gefordert ist. Ja, zusammengefasst, das ist auch schon die letzte Folie, die wir hier vorstellen wollen. Die Anforderungen sind noch nicht final abgestimmt, die sind noch nicht klar. Es ist noch vieles auch in der Erprobung. Das soll in den nächsten Wochen aber passieren, sodass wir uns auf die Lösungsfindung fokussieren. Und das hat der Behrens auch gesagt, die manuelle Entkuppeleinrichtung ist heute noch nicht akzeptabel gelöst. Ja, das ist einfach so. Und da sind wir als Hersteller gefordert, dort weitere Erprobungsträger zu entwickeln, vorzustellen. Denn nur in der Theorie werden wir die Lösung nicht finden. Das heißt, wir müssen die Dinger bauen und das muss jemand auch hoffentlich im weiteren DAC4EU-Zug dann in den nächsten Wochen und Monaten erproben. Und nur wenn einer sagt, jawohl, da kann ich mich mit identifizieren, dann kann man das Ding final entwickeln und auch robust für eine Serie ausrichten. Genau, was noch eine Aussage ist, diese elektrische Lösung zum Entkuppeln, hat auch der Behrens schon gesagt, die hat sich auch für uns bewährt. Das ist für uns ein einfaches Konzept. Wir haben auch einen Ansatz dafür, eine Pufferstellung zu programmieren, weil das könnte eine virtuelle Pufferstellung werden, die sich dann über einen bestimmten Auslöser von allein aufhebt. Das halten wir für absolut machbar, da sind wir gerade dran. Und genau, Richtung ERJU, die Arbeitsgruppen bilden sich. Wir haben Anfang Juli das Meeting, wo wir einen Status abgleichen zu den operativen Prozessen und der Systemarchitektur. Und dann eben auch Maßnahmen definieren, die möglicherweise notwendig sind, um das zu finalisieren. Denn das ist für uns die Entwicklungsbibel. Dies brauchen wir, um halt eine Richtschnur zu haben, in welche Richtung das Produkt dann finalisiert werden muss. Und genau, was hatte ich schon gesagt, bis 2025 werden dann die Entwicklungsschritte getätigt. Wir werden ein großes Programm machen, alle Funktionalitäten unter den verschiedenen Herstellern, das sind nicht nur Dellner und Voith, das werden mehr, die an dem Konsortium beteiligt sind. Und bis 2025 haben wir das große Ziel, dass das Produkt serienreif zugelassen ist. Danke, hast du gut gemacht. Du hast mir zu viel abgegeben. Besten Dank, Herr Amann, besten Dank, Herr Gardewang. Jetzt, ja, vielen Dank. Der Zug hat Fahrt aufgenommen. Die DAK ist jetzt auch technisch klar.
auch die Herausforderung der Operative. Und ich würde gerne Herrn Dr. Helge Stuhr zu mir auf die Bühne bitten, der uns dann letztendlich sagt, wie wir das Ding dann migrieren in unseren Betrieb. Helge Stuhr, bitte. Okay. Ja, besten Dank. Hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch Worte zur Migration verlieren zu dürfen. Das heißt, die Frage ist, wenn alles entwickelt ist, wie kriegen wir das in den Markt und vor allem, wie kriegen wir das so in den Markt, dass wir als Branche danach noch existieren und nicht diese kritische Phase der Migration nicht überlebt haben. Wie eben sehen Sie auch bei mir zwei Logos drauf und ich bin nur eine Person, also eben waren Stellner und Voigt. Hier ist es jetzt DB Cargo, mein Arbeitgeber, aber heute spreche ich zu Ihnen eigentlich gar nicht als DB Cargo-Mitarbeiter, sondern als Vertreter des Arbeitspakets 3 Migration des EDDP, des European Duck Delivery Programs. Denn das ist ein Thema, das ganz wichtig ist. An der Migration müssen wir alle mitwirken. Die müssen wir alle zusammen stemmen. Da kann keiner alleine laufen. Einige fahren vielleicht ihren Shuttle hin und her, komplett fremd von der restlichen Eisenbahnwelt. Für die meisten ist das nur kurzfristig und nicht langfristig der Fall. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zusammen voranschreiten. Deshalb vielleicht auch so viel, es ist eben ERJU schon erwähnt worden, Thema Migration bleibt im EDDP, um ein offenes Thema für alle zu bleiben, damit alle daran teilnehmen können. Da bin ich zu schwach. Genau. Migration, wozu ist sie da? Ich habe es eben schon gesagt, wir wollen im Zielzustand eine DAK haben und wir müssen dafür sorgen, dass wir in den Zwischenschritten nicht zu stark drunter leiden. Hier mit den Bildern mal ganz plakativ mit zwei Szenarien dargestellt. Wir wollen nicht zu häufig den Fall haben, dass zwei nicht kompatible Güterwagen im selben Gleis stehen und dann das Rangierpersonal vor Ort Probleme damit hat. Und wir wollen nicht, dass unsere Assets, die Wagen, ja unser wichtigstes Gut für unser Geschäft neben den Lokomotiven, zu lange nicht einsetzbar ist. Das muss also mit der Migration gewährleistet sein. Und Sie haben auch in den Vorträgen eben gesehen, es gibt Hybridkupplung für Lokomotiven. Für Güterwagen wäre eine Vollausrüstung mit Hybridkupplung zu teuer, die Kupplungen sind zu schwer. Sie haben gesehen, was das für wuchtige Teile sind, das geht zu stark in den Nutzlastverlust. Das heißt, hier geht es darum, eine Migration hinzubekommen auf eine nicht kompatible Kupplung. Die Migration hat verschiedene Handlungsfelder. Das eine sind die Migrationsstrategien. Wie schaffen wir also, diese Kupplung stückweise umzurüsten? Denn auch wenn alle Mitarbeiter, die jetzt von Hand gerade noch das Rad untersuchen, auf Risse zukünftig die Migration machen kann, die reichen nicht, um alles in wenigen Wochen mal eben schnell umzurüsten. Das heißt, wir brauchen Migrationsstrategien, die mehrere Jahre laufen, unter der Beachtung aller Prozesse, die wir haben. Das ist einmal der Zuglauf, das sind die Prozesse in den Zugbildungsanlagen, aber auch Gleisanschlüsse und Anschlussbahnen. Auch einem Kunden können wir nicht zumuten, über einen mehrjährigen Zeitraum mal von uns einen Wagen mit dem einen Typ und mal mit dem anderen Typen gebracht haben, wenn er gar nicht die Infrastruktur hat, diese auseinander zu sortieren. Wir brauchen Umrüstkonzepte und Personalressourcen für die Werkstätten, dass diese diese ganze Arbeit möglichst effizient gestalten können. Die Migration hat Einfluss auf das Kupplungsdesign, da gehe ich auch gleich drauf ein. Das erfüllen die Kupplungen, die präsentierten, mit einer ganz wichtigen Schnittstelle, die innerhalb dieser Kupplung, wie sie hier steht, vorhanden ist. Wir müssen uns darum kümmern, dass die richtigen Rahmenbedingungen da sind für die Schaffung, für die Beschaffung und für öffentliche Förderprogramme. Wo wir nicht hinkommen dürfen, ist, dass irgendwann jeder versucht, der Schnellste zu sein und die Kupplung zu kaufen und sich Werkstattkapazität zu sichern. Dann enden wir im Chaos. Das muss. Ich bin persönlich eigentlich immer ein Fan von dezentraler Intelligenz, aber hier brauchen wir schon eine gewisse gemeinsame Steuerung und Koordination. Und damit bin ich beim letzten Punkt, diese Koordination. Die muss auf europäischer Ebene erfolgen, synchronisiert und gesteuert über den gesamten Zeitraum für die Ideen, die wir haben. Für den Vortrag jetzt möchte ich mich ausschließlich auf den ersten Punkt konzentrieren, auf die Migrationsstrategien und dort auf das Hauptthema hier ja auch das VPI, das sind nicht die Lokomotiven, das sind die Güterwagen, also auf die Strategien der Güterwagenmigration. Wenn wir uns unseren produktiven Betrieb anschauen, den wir alle zusammen machen, alle EVU mit den Fahrzeugen der diversen Halter, dann kann man grundsätzlich die Verkehre in zwei Bereiche unterteilen. Das eine, ich fange auf der rechten Seite an, sind die abgrenzbaren Verkehre. Ich habe es schon mal angedeutet, es gibt ganz wenige, die wirklich 100% abgegrenzt sind. Aber wenn Sie Ihren Ganzzug fahren mit Ihrem fest zugeordneten Wagenpark
oder Sie fahren Ihren KV-Shuttle oder Sie fahren ein Ganzzugsystem, 150 Wagen und die wechseln zwischen drei festen Ganzzügen auf festen Relationen hin und her, dann können Sie relativ unabhängig vom Gesamtsystem auf einen anderen Kupplungstypen wechseln. Dann sind Sie nicht mehr kompatibel zur restlichen Welt, aber die Nachteile, die Sie dadurch erfahren, sind relativ gering. Wenn alle Verkehre nur so für sich wären, dann hätten wir eine ganz einfache Migrationsstrategie. Wir müssten überlegen, einfach nur die Reihenfolge, wer kriegt wann die Werkstattkapazitäten, alle rüsten ihre Züge um und wir müssten nur noch, und das setze ich so ein bisschen in Anführungsstrichen, schauen, wie kriegen wir die Werkstattzuführung hin im Schadensfall, wenn dann gerade ein Zug mit DRK liegen bleibt und die Hilfslok in der Nähe hat nur eine Schraubenkupplung. Das wäre dann unser einziges Problem. Ein Problem, das wir jetzt aber auch haben. Auf der anderen Seite haben wir aber das, was wir das verflochtene Kernnetz genannt haben, da ist, wo ganz viel durcheinander geht. Ganz klar, im Zentrum steht der Einzelwagenverkehr. In den Zugbildungsanlagen gehen alle Wagen durcheinander und sie kriegen das nicht gesteuert. Wir haben überlegt, kann man die Einzelwagennetze aufteilen in zwei Netze, eins mit DAK, eins ohne. Aber das DAK-Netz wird ja immer größer, man müsste permanent nachjustieren. Verschiedene Formen von Mischbetrieb in den Anlagen klappt alles nicht. Im Bereich von 10 bis vielleicht 20% DAK in einer Zugbildungsanlage, die extra sortiert werden müssen, steht diese Anlage, da kollabiert sie im Betrieb. Das können wir unseren Anlagen nicht zumuten. Das heißt, alle Wagen, die in Verkehren eingesetzt werden, die regelmäßig im Einzelwagenverkehr sind, gehören zum verflochtenen Kernnetz. Ebenso gehören dazu Branchenkonzepte, wenn Sie eigentlich im Ganzzug fahren, aber Sie machen regelmäßig einen Wagenaustausch, Durchtausch, Rückführung im Einzelwagenverkehr. Aber auch wenn Sie eigentlich immer nur in Ganzzugkonzepten fahren, aber die Wagen sind komplett freizügig im Einsatz, dann sind Sie damit auf der linken Seite im verflochtenen Kernnetz. Also die rechte Seite, migrationstechnisch komplett einfach, die linke Seite ist das große Problem und die große Herausforderung. Und es gab ein Projekt, Dexcelerate, ein Beraterprojekt, was das EDDP unterstützt hat. Und dort ist die Abschätzung, einige der großen Bahnen haben den Daten geliefert, auch die DB Cargo, zu Verkehrsfluss. Und darauf haben die eine Abschätzung gemacht und deren Abschätzung ist, dass rund 55% der Güterwagen in Europa, die zu migrieren sind, abgrenzbar sind. Immer noch 45% in dieses Kernnetz gehören. Das ist je nach EVU komplett unterschiedlich. Bei uns als DB Cargo, jetzt schlüpfe ich mal kurz in die DB Cargo-Rolle, wenn wir das Geschäftsmodell wie jetzt angucken, dann sind wir im Bereich von 90% verflochtenes Kernnetz. Ja, das ist beim privaten EVU mag das ganz anders sein, bei den anderen Staatsbahnen ist es wahrscheinlich oder ehemaligen Staatsbahnen ähnlich wie bei uns. Das heißt, wir brauchen verschiedene Strategien auch für diese Teile. Wir brauchen eine Strategie, die für das verflochtene Kernnetz funktioniert und diese Strategie ist nicht das Beste für die abgrenzbaren Verkehre. Die sollen nicht, wirklich zu schwach im Daumen oder man muss länger drücken, diese sollen nicht darunter leiden, eine Strategie mitgehen zu müssen, die für sie eigentlich nicht gemacht sind. Und damit kommen wir dazu, dass wir eine Kombination von zwei Strategien haben, der seriellen und der simultanen Strategie. Seriell, Sie sehen, das ist das Bild oben links, wo es eigentlich linear hochgeht mit einzelnen Stufen drin. Man wird sein Ganzzug komplett umrüsten. Das erwähnte Ganzzugsystem mit vielleicht 150 Wagen wird man auch versuchen, irgendwie in den Werksferien umzurüsten. Daher kommen die Stufen. Aber ansonsten über einen mehrjährigen Zeitraum läuft einfach in unserem Gesamtnetzwerk der Anteil der Wagen mit DAK hoch. Und wie eben auch schon gesagt, das funktioniert nicht für das verflochtene Kernnetz. Und deshalb ist dort unsere Idee, und wir haben mit vielen Leuten gesprochen, das evaluiert, wir sehen keine andere Lösung, als auf einen simultanen Ansatz zu gehen. Das heißt, eine mehrjährige Vorbereitungszeit an den Wagen über verschiedene Strategien und dann auf einen Big Bang zu gehen. Big Bang heißt 2 bis 3 Wochen, wo wir den produktiven Betrieb in diesem Kernnetz fast komplett einstellen und uns darauf konzentrieren, alle Wagen umzurüsten. Und innerhalb dieses Big Bangs, wenn der 3 Wochen ist, irgendwo in der Mitte wird der Switch sein. Bis zu diesem Tag ist das Hauptproduktionsmittel in dem Netz die Schraubenkupplung und ab dem Tag DAK und kein Mischbetrieb zwischen beiden Systemen. Das Ganze wird dann so überlappen, wie Sie es in dem Bild sehen und das ist auch so ungefähr unsere Erkenntnis. Ich hatte gesagt, beide Bereiche sind ungefähr gleich groß, das sieht man jetzt auf der rechten Überlappung und die aktuelle Idee oder das Ziel mit dem Migrationsende, Hoffnung des Migrationsendes 2030, ist ein 4+2-Szenario. 4 Jahre Vorbereitung, 2 Jahre nachziehen. Sie haben eventuell schon Diskussionen mitbekommen, die möchte ich jetzt gar nicht zu tief ausführen. Was machen wir alles in den Big Bang? Machen wir da eine Migration auf AK oder machen wir gleich eine Migration auf DAK? Da müssen wir ganz genau reinschauen. Wenn wir in wenigen Wochen die Hälfte des Kernnetzes, reden wir also von 200.000 Güterwagen, schleunigst umrüsten wollen,
dann müssen wir uns sehr genau überlegen, was packen wir da rein. Wir haben auf der einen Seite das Problem der mechanischen Nichtkompatibilität, was uns zu diesem riesengroßen Schritt zwingt. Und auf der anderen, und deshalb wollen wir eigentlich möglichst viel von den D-Komponenten da rauslassen. Andererseits wissen wir, ein Nachziehen der D-Komponenten ist für uns auch alle nicht attraktiv, danach noch weiterzumachen. Und deshalb ist mir immer ganz wichtig, teilweise heißt es dann, die Migration plant eine Migration auf DAK Typ 2, also auf eine AK. Nein, es ist ein Zwischenschritt gegebenenfalls, und das ist das letzte Wort längst nicht gesprochen, in der Migrationsstrategie auf eine DAK. Wie soll das jetzt im Einzelnen funktionieren? Vier Strategien sind die wesentlichen Strategien, unterteilt mit Fokus Kernnetz und Fokus abgrenzbare Verkehre. Abgrenzbare Verkehre ist natürlich das Interessanteste. Ich fahre den Wagen so, wie er ist, in eine Werkstatt und er wird komplett umgerüstet und kommt fertig raus. Kann sich jeder vorstellen, effektiver kann ich aus Werkstattsicht das Ganze nicht gestalten. Ich muss ihn nicht zweimal irgendwie vorstauen, nicht zweimal reinfahren. Ich habe auch nicht zweimal Verlustzeiten. Das ist für die abgrenzbaren Verkehre geeignet. Dann, wie sieht die Vorbereitung aus? Die Hauptidee der Vorbereitung ist die Idee DAK Ready. Der Wagen geht in die Werkstatt, wird so weit wie möglich vorbereitet, da gehe ich in der nächsten Folie ausführlicher drauf ein, und fährt dann in diesem Vorrüstungszustand eventuell noch mehrere Jahre, innerhalb der 4 Jahre, bis zum Big Bang, durch das Netz noch komplett kompatibel mit der Schraubenkupplung. Wir haben aber von rund 22 Stunden, die wir angesetzt haben für die mechanische und pneumatische Umrüstung, der Gesamtumrüstung schon 18 Stunden erledigt. Dann fehlen leider nicht nur 4, denn es wird etwas aufwendiger, dann fehlen nochmal 6 bis 7 Fertigungsstunden, nicht Wagenstandsstunden in der Werkstatt, um diese Umrüstung abzuschließen. Wie gesagt, da gehe ich gleich drauf ein. Aber immer noch wird das nicht ausreichen, das werden wir immer noch mit 200.000 Güterwagen in 2 bis 3 Wochen in einem solchen Big Bang nicht hinbekommen. Das heißt, wir brauchen Ergänzungsstrategien. Das eine ist zeitweises Abgrenzen. Obwohl Sie eigentlich Ihren Zug nicht in den abgrenzbaren Verkehren haben, vielleicht können Sie ein paar Monate vor dem Big Bang den abgrenzen und den schon ein paar Monate vorher abgegrenzt fahren. Sie fahren einen einbeinigen Ganzzug, also Lastlauf-Ganzzug und im Rücklauf Einzelwagenverkehr. Dann sollte es wohl möglich sein, im Sinne unserer Strategie in einigen Fällen, auch den Rücklauf im Ganzzug zu fahren. Und dann ist dieser Zug aus dem Big Bang raus. Den rüsten Sie 2 Monate vor dem Big Bang um und ab dem Big Bang ist er wieder kompatibel zum Restsystem. Dann können Sie da wieder umstellen. Das ist die eine Strategie. Die andere ist die Pärchenstrategie. Die klingt so schon süß, aber da haben wir eine große Hoffnung drin. Pärchenstrategie heißt ganz einfach, ich zeige es immer gerne mit den Händen, Sie nehmen 2 Güterwagen und rüsten die nur einseitig auf die DAK um. Und das machen Sie vor dem Big Bang. Und dann kuppeln Sie die dort zusammen. Und ab dann haben diese Wagen ein Trennverbot. Nicht nur in der Zugfahrt, sondern permanent, auch dispositiv. Alle Systeme müssen die behandeln wie ein Wagen mit der festen Kuppelstange. Dann sind das jetzt 2 Wagen fest verbunden. Die fahren im Netz 100% kompatibel in der Schraubenkupplungswelt. Das geht natürlich nur dort, wo das in den Gleisanschlüssen möglich ist. 2 Wagen statt 1 Wagen. Und wo das von der Last passt. Aber wenn wir uns anschauen in den Einzelwagennetzen, wie häufig ein Auftrag nur 1 Wagen hat und wie oft es 2 Wagen sind, dann passt das in erstaunlich vielen Fällen. Und im Moment des Big Bangs, wo Sie bei der DAK-Ready-Strategie anfangen, ohne Ende diesen letzten Umrüstungsschritt zu machen, muss da nur ein Rangierer rangehen und umrangieren. Und ab dann ist es weiterhin ein festes Wagenpärchen, nur jetzt ist die DAK außen und die Schraubenkupplung ist in. Und nach dem Big Bang können Sie dann schnellstmöglich die Umrüstung abschließen, dass die Wagen wieder einzeln und getrennt verkehren können. Also das ist einer der Hilfsprozesse, um diesen kritischen Big Bang möglichst schlank zu halten. Und die letzte Strategie ist einfach, dass abgrenzbare Verkehre Verkehren in dem Kernnetz helfen sollen. Wenn es die gleiche Wagengattung ist, rüsten Sie einen abgrenzbaren Verkehr um und im Moment des Big Bang des Kernnetzes gibt er alle seine Wagen ans Kernnetz her und kriegt Schraubenkupplungswagen wieder zurück. Und muss halt danach nochmal in die Umrüstung. Ob wir das unternehmensübergreifend hinkriegen, ist ein Thema oder ist eine Frage. Innerhalb eines Unternehmens ist das natürlich eine einfachere Lösung. Möchte ich also jetzt in den letzten 2 Folien, glaube ich, sind es, des Vortrages spezifisch den Fokus auf die Strategie DAK Ready legen. Also der Wagen geht vor dem Big Bang in die Werkstatt und wird umgerüstet. Und dazu wage ich mich einmal zur Kupplung hier.
Sie sehen hier das Federpaket. Das geht bis an diese Stelle. Ich kann es leider für Sie da hinten nicht hochheben. Nur nach Corona bin ich nicht mehr ganz so fit wie vorher. Hier ist der Bolzen, der 80 mm Bolzen, den sehen Sie gar nicht. Der sitzt im Güterwagen an haargenau der gleichen Stelle wie heutzutage der Bolzen, an dem die Schraubenkupplung ist. Und auch wenn das hier eine Zugdruckfeder ist, die Zugfeder hat genau die gleiche Dynamik. Das heißt, diese Komponente hier, das ist der wesentliche Einbau bei DAK Ready. Alte Zugfeder raus, die reine Zugfeder, dieses Teil raus. Da müssen Sie den Wagen anheben und das ist die große Baustelle. Das hier ist zwar alles wesentlich größer und sieht komplex aus, aber das ist danach einfach. Das heißt, im ersten Schritt Federpaket rein. Und wir müssen die Hauptluftleitung leider in vielen Fällen verlegen. Das können Sie ja auch sehen, wenn Sie sich vorstellen, wo beim Güterwagen heute das Luftabsperrventil ist. Das passt da nicht mehr hin, da ist hier diese größere Abstützung. Das sind die großen Schritte in der Werkstatt. Und dabei können auch Themen auftauchen. Sie haben die ersten 30 Wagen einer Baureihe umgerüstet. Und die nächsten sind nicht mehr zeichnungsgerecht, brauchen plötzlich wesentlich länger. So etwas wollen Sie nicht in einer kritischen Phase haben. Das haben Sie außerhalb der kritischen Phase. Und das rüsten wir alles um. Und so fahren die Wagen dann weiter rum. Das ist hier der erste Schritt. Und das Ganze möglichst bei sowieso anstehenden Werkstattaufenthalten. Wenn wir 4 Jahre machen, haben wir 2/3 der Wagen sowieso wegen einer Revision in der Werkstatt. Dann wird diese Vorbereitung mitgemacht. 18 Stunden pro Wagen weg. Und da kommen wir hoffentlich auch mit Anpassung im Design noch weiter runter. Und so fährt er dann rum. Und im nächsten Schritt, jetzt bleibe ich mal hier oben, wird dieser Bolzen abgesenkt, geht auch beim Drehgestellwagen, geht ohne Hochheben des Fahrzeugs. Sie brauchen nur ein eingepflastertes Gleis. Die äußere Zughakenführung ab, DAK rein, Bolzen wieder hoch. Diese Halteplatte montieren, das können Sie alles von außen machen, sollen noch ungefähr 6 bis 7 Fertigungsstunden sein. Und dann ist der Wagen vollständig umgerüstet auf einen AK Typ 2. Das ist also die Idee DAK Ready. Und auch das nicht nur in Werkstätten. Dafür wird die Werkstattkapazität nicht reichen. Wenn wir von rund 200.000 Güterwagen in Europa ausgehen, noch ein paar abziehen, die die Pärchenstrategie machen, ein paar in die Swap-Strategie gehen, dann ist die Hochrechnung, dass wir in Europa 150 von sogenannten Pop-up-Umrüstpunkten, im Englischen wird auch von Destination Centers gesprochen, als kleines Wortspiel, ne? Ich denke, die meisten erkennen es, die zu schaffen sind. Auf öffentlicher Infrastruktur, aber auch auf privater Infrastruktur, bei Werkbahnen in großen Gleisanschlüssen. Voraussetzung ist im Wesentlichen ein eingepflastertes Gleis, in der Idealvorstellung mit Platz bis zu 6 Arbeitsständen, ein Teil Wetterschutz, Fahr- und Hebezeuge, Materialversorgung, Materialentsorgung. Ja, wir brauchen Sozialräume, hier etwas flapsig dargestellt mit dem Dixi-Klo, etwas mehr wird es wohl sein. Wir brauchen Elektrizität. Rangier- und Abstellgleise, um das ganz effizient zu gestalten. Und das große Thema ist auch hier das Personal. Aber die Idee dahinter, hinter Duck Ready, um das nochmal zusammenzufassen, ist, dass wir einen standardisierten, einfachen Prozess haben, der gattungs- und wagenunabhängig ist. Ich vergleiche es immer gerne mit einem USB-Stick. Sie können einen USB-Stick oder ein Kabel in jeden Computer reinstecken. Das ist eine definierte Schnittstelle. Kompliziert ist es, wenn Sie einen Rechner ohne USB-Port haben, dort den USB-Port anzubauen. Das ist Schritt 1, das ist vorbei. Ja, hier geht es um Schritt 2, Puffer abschrauben. Mindestens das sollte mit möglichst geringer Qualifikation gehen, sodass unsere Hoffnung groß ist, dass wir dort ausreichend Personal haben. Die Herausforderung aber bei der gesamten Migration ist ganz klar, Werkstattkapazitäten über den gesamten Zeitraum und die Personalkapazitäten hier bei dem Big Bang. Daran müssen wir auch gemeinsam arbeiten. Ja, besten Dank. So, hört sich ja schon relativ positiv an und vielleicht stoße ich da gleich die erste Frage, Dr. Fabian Barzek, an Sie. Sind wir denn als Sektor, wenn man das so alles sieht und hört, noch auf Kurs oder sehen Sie noch irgendwelche Showstopper? Ja, gute Frage. Ich glaube, Showstopper ist das ist zu hart. Also ich glaube, wir haben für alle, wir haben es jetzt gehört, sei es jetzt hier von meinem Radewagen, von meinem Amann, wir haben viele Ideen, wir haben viele Lösungen. Selbst der große Block der Migration haben wir viele Ideen. Ich glaube, Showstopper ist zu hart. Haben wir noch Herausforderungen? Ja, absolut. Ja, auch große Herausforderungen. Das sind mehrere Blöcke. Ich glaube, es sind zwei, so würde ich sagen, zwei zentrale Begriffe, die uns begleiten. Das ist Zeit
und das ist gemeinsam. Also wir haben nicht viel Zeit. Die Idee ist, 2030 hat sich das Thema Schraubenkupplung in Europa erledigt. Das ist nicht mehr lang hin. Wir müssen das gemeinsam machen. Das kann keiner, Herr Gestur hat es gerade gesagt, für die Verkehre. Es ist aber nicht nur die Verkehre, wir müssen es in Europa gemeinsam machen, wir müssen es länderübergreifend machen. Und die beiden Punkte begleiten uns eigentlich bei allen Themen, sei es jetzt Technik, haben wir gerade gehört. Wir haben es geschafft, dass Dellner und Voith zusammen auf der Bühne stehen als hier Konkurrenten und Lösungen präsentieren. Das müssen wir von der anderen Seite, von der Kundenseite quasi ja auch machen. Wir sind nicht Kunde, sondern wir müssen gemeinsam mit den Herstellern an den Lösungen und an den Ideen arbeiten. Wir müssen das Optimum finden und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt auch in die Herausforderungen. Wir haben es gerade eben ja angedeutet oder Radarbank hat es angedeutet mit der Verteilung, wie wird rangiert. Wir brauchen das Optimum einer technischen Lösung, die in ganz Europa funktioniert, sei es durch eine Anpassung im Betrieb oder sei es durch eine Anpassung der Technik. Und das Ganze eben in der leider noch verbleibenden Zeit, leider, weil es nicht mehr so schrecklich viel ist, aber ich glaube, durchaus machbar. Es gibt andere Themen, klar, auch da sind Herausforderungen. Wir reden von Finanzierung. Das ist eine Riesenherausforderung. Die regulatorischen Rahmenbedingungen, also was kann ich denn nachher tun? Wir haben jetzt gerade aktuell Diskussionen, kann ich diesen Dark-Ready-Zustand, wir fahren den übrigens schon. Also wir sind jetzt das erste Mal mit einem Wagenverband in dem Demonstratorzug Dark-Ready wirklich auch gefahren. Wir haben es umgebaut, gemacht, wir haben gesehen, das sind Riesenvorteile. Wir haben mehr oder weniger die Pop-Up-Werkstatt realisiert, weil wir in der Werkstatt die Kapazitäten nicht mehr hatten. Wir haben das Dark-Ready umgebaut, wir haben es gefahren, bauen den Rest jetzt dann im Feld quasi dann noch ein. Aber Zeit, wir müssen Gas geben, weil wir Behrens jetzt auch gesagt, wir müssen es anpacken und eben gemeinsam, gesamteuropäisch, nicht nur in Deutschland, auch nicht nur in den Nachbarstaaten, wir müssen in ganz Europa mit allen Staaten gemeinsam da an der Lösung arbeiten. Und das Spannende ist, desto eher wir dieses Gemeinsame schaffen, Dark Ready, was Helge Stur gerade gezeigt hat, können wir im Prinzip jetzt schon machen. Ja, er hat es gerade gesagt, die Schnittstellen sind gleich. Wir könnten im Prinzip morgen anfangen und unsere Wagen auf Dark Ready umrüsten. Da fehlen noch ein paar Randbedingungen, das ist auch klar. Aber theoretisch von der Technik her geht das. Und ich glaube, diese Abschichtung müssen wir machen und die müssen wir gemeinsam erarbeiten und dann zeitnah auch anfangen umzusetzen. Besten Dank. Also dann in dem Sinne eher Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Mit den Herausforderungen wachsen, aber kein Stopper. Wenn wir jetzt wieder zur Technik zurückkommen, ich habe gestern DAC 4 gehört, heute 4.5. Vielleicht die Frage an Christian Radewang, auf was steuert dann letztendlich der Sektor zu? Das ist noch nicht ganz raus, ob der Sektor jetzt auf ein Ziel steuert, aber was wir auf jeden Fall wissen, wird ganz klar die Entwicklung seitens EU einer DAC 5-Funktionalität, also einer voll ferngesteuerten Funktionalität für die Kupplung. Also dann haben wir ja nicht nur die Kupplung, sondern das ist ja ein System, was zusammenspielen muss. Das ist Entwicklungsziel, was durch die EU ausgeschrieben ist. Ob das jeder Anwender am Ende auch für sich umsetzt, muss er dann entscheiden, wie die Prozesse sind. Aber je größer die Anforderungen für uns sind, also wenn ich halt 4, 5 entwickeln muss, muss ich halt für jeden Ansatz eine funktionsfähige Lösung bringen, wobei man möglicherweise bei einem Komplettziel bei einer Notlösung Abschläge an der Funktionalität oder an irgendwelchen anderen Anforderungen machen könnte. Das haben wir heute nicht, da sind wir jetzt ganz intensiv an der Diskussion, wie wir es machen, aber Entwicklungsziel ist DAC 5. Ob es jeder einführt, da bin ich mir nicht so, glaube ich eher nicht. Okay, aber also erstmal anfangen und dann weitersehen. Wenn wir dann über die Typen reden und über die Komponente DRK reden, müssen wir auch gleichzeitig über die Zulassung reden. Vielleicht dann auch die Frage da an die, hat man da schon, ich sag mal, einen Status, wie es mit Zulassung aussieht, oder sagt man erstmal, das lässt man erstmal außen vor und fokussiert sich erstmal, dass die DRK lauffähig ist? Das war jetzt auch an mich die Frage. Ja, genau. Das Thema Zulassung ist, glaube ich, in allen Köpfen bewusst bekannt. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das eine sehr große Herausforderung sein wird. Und wir können das jetzt nicht außen vor lassen und dann in 2025 fragen, wie machen wir die Zulassung?
Geplant ist es jetzt, diesen Zulassungsprozess parallel zu starten, dass wir die Zulassungsbehörden jetzt mit einbinden und dann ganz klar gemeinsam eine Strategie entwickeln, die halt auch für diese Migrationsphase einen gangbaren Weg der Zulassung ermöglicht. Also wir fangen da jetzt mit an und warten nicht, bis erst die Produkte fertig sind und überlegen uns dann, wie es gemacht werden soll. Und vielleicht da die Frage fortführend, wenn wir über die Komponente reden, müssen wir auch über den ganzen Wagen, haben Sie so ein bisschen angesprochen, auch dann sprechen, die Migration kommt. Und genau da ist auch die Frage, wie verhält es sich dann letztendlich mit den Wagenzulassungen von, ich sag mal, LGV, TSI, all das Ganze, was wir jetzt hier aufzählen können. Vielleicht Fabian Warzeck an dich die Frage. Also ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte, die jetzt auch geklärt werden müssen, weil ganz klar ist, wir können nicht nach dem Einbau der DRK den Wagen neu zulassen. Das hat zwei Aspekte. Das eine ist, wir können es als Halter uns gar nicht leisten, den Aufwand. Das andere ist, die Zulassungsbehörden können sich den Aufwand eigentlich auch nicht leisten, wenn wir mit einem Big Bang kommen und dann sagen, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, 200.000 Güterwagen neu zuzulassen. Das Ziel soll sein, und da gibt es auch zwei Strömungen. Das eine ist, klar, wir müssen uns Triebfahrzeuge angucken. Das ist jetzt hier vielleicht in der Runde nicht der relevanteste Fall, aber für uns natürlich ein großes Thema. Das andere ist, wir gucken uns die Wagen an. Und bei den Wagen ist schon ganz klar das Ziel, erstens regulatorisch die Kupplung wirklich auch in allen Gremien, TSI, überall zu verankern, dass dann der Austausch freizügig möglich ist und im besten Fall eben über den Nachweis der Funktionalität dahin zu kommen, dass der Wagen direkt nach Einbau der Kupplung schon wieder freizügig einsetzbar ist. Dass wir also keine neue Zulassung brauchen, sondern dass wir das als Instandhaltungsmaßnahme umsetzen können. Da laufen jetzt die Gespräche, das sieht auch jetzt nicht schlecht aus, aber das muss natürlich formalisiert werden, weil ansonsten wir in der Migration sicherlich noch ein ganz anderes Problem laufen würden. Vielleicht ein guter Stichpunkt, Migration, Big Bang, da wird es ja Strategien geben müssen, den hohen Bedarf an DAX sicherzustellen und damit auch umzugehen. Vielleicht Tim, die Frage da an dich, du kommst ja aus diesem Bereich Beschaffung, Operation, wie man sich da aufstellt. Ja, vielen Dank. Wir haben in dem interessanten Vortrag vom Helge Stuhr ja schon einiges über die verschiedenen Migrationsstrategien gehört, auch in Richtung Beschaffung. Da gibt es nicht das eine Handlungsfeld oder die eine Strategie. Das ist eine Vielzahl von Zahnrädern, die da ineinander greifen müssen am Ende des Tages, damit die Migration ein Erfolg wird. Fakt ist nun mal, dass die DAC nicht mit der herkömmlichen Schraubenkupplung kuppelbar ist, es sei denn, wir haben so eine schöne Hybridkupplung, wie Herr Amann und Herr Radewagen sie uns für die Zugwagen halt auch vorgestellt haben. Insofern ist ein Big Bang halt unumgänglich für das verflochtene Kernnetz oder vereinfacht gesagt für die Einzelwagenverkehre, wenn ich das so eben mal sagen darf. So, die Herausforderungen, die sind da sehr, sehr groß. Ich glaube aber daran, dass der vorgestellte DAC-Ready-Ansatz für die Einzelwagenverkehre und dann die serielle Umrüstung für die Ganzzüge Erfolg haben kann, wenn wir oder wenn im Vorfeld sichergestellt wird, dass bestimmte Rahmenbedingungen dann halt auch erfüllt sind. So eine sehr, sehr harte Nuss, haben wir auch schon mehrfach gehört, ist sicherlich der hohe Personalbedarf für die Umrüstung der Kupplung. So, da haben wir auch schon einiges über interessante Recruitment-Ideen gehört und auch vom Carsten Elzner auch schon einiges gehört über Ideen auch in der Werkstatt. Und eine ganz besondere Herausforderung wird dann halt auch sein, dass wir die vielen 100 Stakeholder in ganz Europa, von Nord- über Westeuropa, Süd- und Osteuropa, unter einen Hut bekommen. Das Thema gemeinsam, was schon mehrfach genannt wurde. Denn die einzelnen Akteure, die haben nun mal auch unterschiedliche finanzielle Ausstattungen und die haben auch nicht den gleichen unmittelbaren Nutzen, den sie aus der DAC ziehen können. Daher würde es unumgänglich sein, dass es da auch ein entsprechendes Finanzierungsmodell halt gibt, das eine faire Kostenverteilung dann halt auch vorsieht, sodass dann halt auch entsprechend die Vorteile, die die DAC-Umrüstung uns dann bringt, in erster Linie mit der besseren Ausnutzung des bestehenden Netzes und dann halt auch die beschleunigten Abläufe im Schienengüterverkehr, die sind nun mal in erster Linie dann halt auch volkswirtschaftlicher Natur. So, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, es gibt viele gute Strategien und es gibt auch noch viele Hürden und Handlungsfelder, aber um es mit einer Kölner Band zu halten, wenn nicht jetzt, wann dann? Das stimmt, danke. Tim,
Carsten, wenn ich das alles so höre, ne? Technik klar, wir schaffen das, Beschaffung auch klar, dann bist du jetzt am Zugzwang, die Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die Umrüstpunkte sich ja irgendwo aufzubauen. Hast du schon einen Plan? Wolltest du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Ich will nur gute Nachrichten hören. Das habe ich mir gedacht, habe ich mit gerechnet. Also das Schöne ist ja, diese Branche besteht ja aus Kämpfern und Kriegern. Und das ist sehr, sehr gut für die Branche, weil nach Mora C, so Anfang der 2000er, haben wir ja alle uns festgeklammert und unsere Gleise, dass die eben nicht rückgebaut werden. Und das ist jetzt wirklich ein Vorteil. Ne, wir haben alle dafür gekämpft, dass dieser Gleiskörper erhalten bleibt. Und wenn der rückgebaut worden wäre, würde ich sagen, das wird dann eng. Aber es waren ja mal 450 Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland. Ich weiß nicht aktuell, wie viele es jetzt sind. Aber viele Museumsbahnen, viele, die die Gleisinfrastruktur erhalten haben, viele Werke, die dafür gekämpft haben, ihre Infrastruktur zu erhalten. Die Frage ist, in welchem Zustand ist das? Und da ist mir wieder aufgefallen, es gibt natürlich Fördermittel für Zu- und Abführung von Ladegut, von Produkt, ja. Aber es gibt natürlich keine Förderung für Servicestellen. Wenn man das jetzt wirklich ausbauen möchte, muss man da dringend dran. Dazu kann ich nur raten, allen Verbänden, alle, die dafür kämpfen, die DRK umzusetzen, dass hier auch die Servicestellen und die Anschlussgleise in den Genuss kommen, dass man die Infrastruktur instand setzen kann. Weil dann glaube ich schon, dass man eine realistische Chance hat, die Infrastruktur dafür herzustellen. Und man muss natürlich kommen in sowas wie eine Fließfertigung. Ja? Das heißt, die Logistik, ist ja mehrfach schon gesagt worden, das muss generalstabsmäßig organisiert werden. Ja? Da können wir nicht darüber diskutieren, einen Markt zu schaffen bei Marktteilnehmern, die an den Grenzkosten arbeiten. Das wird nichts. Und wir müssen dann auch gucken, dass solche dezentrale Verteilung eben Logistikern überlassen bleibt, die dann mit den Werken zusammenarbeiten und die Zuführung dann an die hergerichteten Gleise mit der Infrastruktur, die man notwendig hat, um man halt auch antransportieren kann, sozusagen zu verarbeiten. Aber nochmal, die gute Botschaft ist, wir haben alle dafür gekämpft, dass der Gleiskörper da bleibt. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit bekommen, den auszubauen, relativ schnell, dann hat man realistische Chancen. Hört sich gut an. Und vielleicht da, Valerie, jetzt bist du eigentlich das nächste Zyklein an der Waage. Technik geht, Beschaffung geht, Werkstätten funktionieren auch. Instandhaltung wird auf jeden Fall ein Riesenthema sein. Wir haben Mechanik, Pneumatik, Elektrik. Gibt es da schon Ideen, wie sich die Branche darauf vorbereitet? Also das stimmt. Also die Werkstätten sind heutzutage noch nicht bereit. Die kennen einfach diese Technologie noch nicht. Aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht schaffen werden. Wir müssen, wie wir jetzt machen, alle gemeinsam darüber arbeiten und weitermachen, dass es in der EDDP-Arbeitsgruppen nochmal intensiv diskutiert und mit den Herstellern auch und immer mit dem Hintergrund, dass auf einfache Lösungen zu finden, die wir im Feld und später in Operation auch weiterbringen können. Und ich glaube, dass wir es zusammen schaffen werden. Ich will nicht sagen, das war nicht geplant. Das war ein schönes Schlusswort für diesen Blog oder diesen Abschnitt. Und wir werden es gemeinsam schaffen. Die DRK ist die Chance. Und ich lade Sie jetzt ein in eine kurze Pause und schlage vor, dass wir uns um 15 Uhr hier wieder treffen. Und Herr Radewang und Herr Amann würden dann an den Kupplungen zur Verfügung stellen und wenn es Fragen gibt, auf die dann natürlich antworten. Vielen, vielen Dank auch an die Expertenrunde bisher. Wir sehen uns gleich wieder.